Wer braucht denn noch Blu-ray-Player? Und jetzt gibt's noch einen neuen. Warum das? Wir schauen uns das heute an. Heute gibt's natürlich die Frage der Woche. Sie kommt heute von Hakan Yakci. Hey Olaf, kannst du mal erklären, was genau DSP-Antimode ist und wie es funktioniert? Ich selber habe zwei Subwoofer in meinem Wohnzimmerkino stehen. Einer hat LFE, der andere nicht. Würde ein Antimode was bringen? Danke für die super Videos. Weiter so. Okay, ich versuche es kurz und knapp zu halten. Man hat ja manchmal in seinen Wohnräumen das Problem, wenn man einen Subwoofer betreibt, dass plötzlich alles so dröhnt und es sich sehr unangenehm anhört und wie so ein bisschen Druck auf den Ohren. Und manche finden es schön, manche finden es nicht so schön. Das liegt daran, dass sogenannte Raummoden sich bilden. Das heißt, ganz einfach erklärt, tiefe Tonfrequenzen schlagen irgendwo an einer Wand an, kommen wieder zurück, treffen auf die originalen, also die Reflexion treffen auf die originalen Wellen. Sie verstärken sich an dem Moment und dann gibt es dieses Dröhngefühl. Kann auch nach unten weggehen, dann ist es halt so ein Bassloch. Und so ein Antimode, der ist im Prinzip, das ist eine kleine Automatik, ein automatischer Equalizer, muss man sich das so vorstellen. Der analysiert über ein Mikrofon selbst diese Raummoden und versucht dann genau diese Frequenzen zu isolieren und etwas runterzufahren. Das kann er in bestimmten Bändern. Und je nach wie so viele Bänder er hat, das ist halt die Qualität. So ganz einfach erklärt. Ich hoffe, das konnte jetzt so ein bisschen jeder verstehen. Das war so ganz grob. In Wirklichkeit ist es ein bisschen komplizierter. Aber der kann durchaus in einem Wohnraum helfen und man muss nicht viel machen. Der macht es nämlich total automatisch. Aber in der Frage steckt noch was anderes drin. Er betreibt zwei Subwoofer und der eine hat LFE. Ich gehe mal davon aus, das sind zwei unterschiedliche Subwoofer. Und das ist eine Sache, die ich gar nicht empfehle, weil das bekommt man nicht in den Griff und das bekommt auch so ein Antimode nicht in den Griff. Vielleicht einfach mal nur mit einem versuchen und ansonsten lieber zwei gleiche benutzen. Das wäre hier an der Stelle mein Tipp. Ansonsten hilft, ja, einfach ausprobieren. Ob der Antimode das in den Griff kriegt, kann ich nicht voraussagen. Kommt auf den Raum drauf an. Manchmal reicht es auch, wenn man nur etwas leiser dreht. Ja? Einfach mal ein bisschen mit rumprobieren. Aber grundsätzlich ist es ein tolles Gerät. Okay, kurz und knapp, weiter im Video. Dieses Video richtet sich an alle jungen Leute, die nicht mehr wissen, was eine Blu-ray ist, weil sie nur Streaming kennen. Hallo und herzlich willkommen zu Kino im Wohnzimmer. Ich bin ja Olaf und heute geht es tatsächlich um Blu-ray-Player. Man hätte gar nicht gedacht, dass das überhaupt noch ein Thema ist, da alle nur noch im Streaming-Wahn sind und Netflix und Co. verschlingen und gar keiner kauft mehr Scheiben. Naja, ganz so ist es ja scheinbar nicht. Und auch ich gehöre zu dieser Generation, die diese Blu-rays noch lieben, die sich Blu-rays kaufen und sie in ein Regal stellen und sich daran erfreuen, dass man sie hat. Und man kann sie immer schauen, wenn man dazu Lust hat, auch ohne Internet. Kaum vorstellbar, oder? Ohne Internet Filme gucken. Geht aber. Ja, und es gibt einen neuen. Viele von euch kannten ja den guten alten Oppo UDP 203 und sein Bruder Oppo UDP 205. Hier ist noch ein Exemplar. Das ist tatsächlich das letzte Neugerät, was wir haben. Und ich habe mich davon nicht trennen können. Und es stand bis heute im Lager, weil ich immer dachte, das ist das allerletzte. Das lagere ich einfach für immer ein. Naja, scheinbar ist es nicht so. Es gibt eine Firma, die nennt sich Reven. Und die hat jetzt versucht, in die Fußstapfen des Oppos zu treten und bringt ein neues Gerät auf den Markt. Hier steht da, der UBR X100 und auch der kriegt einen großen Bruder, den X200. Und ich will mir heute in einem hoffentlich relativ kurzen Video mal anschauen, was diese Geräte gemeinsam haben und wie sie sich unterscheiden. Und ich kann schon vorgreifen, sie haben viel gemeinsam. Es gibt auch Vorteile beim neuen Reven, aber ich habe auch zwei Kleinigkeiten, wenn auch nur, es sind wirklich nur Kleinigkeiten festgestellt, die der Oppo tatsächlich etwas besser konnte. Und das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Beim Auspacken der Geräte sieht man schon die Verwandtschaft oder wer da von wem abgeguckt hat oder ob sie doch vielleicht ein bisschen zusammengehören. So ganz genau weiß ich das tatsächlich nicht. Aber wir sehen sofort die Ähnlichkeit. Ich mache den Karton auf. Oppo und Reven. Auf den ersten Eindruck sieht das sogar von der Verpackung her ganz genauso aus. Dann habe ich sie rausgenommen und erstmal ihrer ganzen Verpackung entledigt. Und da ist mir das erste aufgefallen, wo ich schon mal sehr, sehr unglücklich war. Unser Oppo kam immer in diesen wunderschönen Oppo-Tragetaschen.
Und ganz ehrlich, das sind meine Einkaufstaschen. Schon seit 8 Jahren oder so gehe ich mit diesen Oppo-Beuteln ganz stolz einkaufen. Und beim Riven denke ich mir, oh, der hat ja auch eine Tasche dabei. Und dann packe ich die aus und schaut mal, das ist einfach nur ein Sack. Ohne Griffe. Ohne dass hier Riven draufsteht. Was soll das, Jungs von Riven? Ihr kopiert alles so schön und ihr kopiert meinen Lieblingsbeutel nicht? Das verstehe ich nicht. Spaß beiseite, ist sicherlich nicht wichtig. Ich hätte mich bloß gefreut, wenn es jetzt einen Riven-Beutel gegeben hätte. Okay, wir schauen weiter. Also, wir haben sie ausgepackt, auf den Tisch gestellt, bei nebeneinander und der erste Eindruck, sie sind doch sehr, sehr ähnlich, oder? Man kann doch nicht sagen, dass der Riven jetzt eine komplette Neuerfindung ist und mit dem gar nichts zu tun hat. Also die Ähnlichkeit kann man ihnen nicht absprechen. Vorne mit dieser Metallplatte, mit diesem gebürsteten Aluminium und ja, der hat hier eine Nut drin, Knöpfe sind ein bisschen anders, aber sie sehen schon sehr, sehr ähnlich aus. Vom Gewicht her, der Oppo ist ja ein sehr, sehr schwerer Blu-ray Player. Ja, das ist ja auch gar nicht unwichtig, wegen Vibrationen und so. Fassen wir den an, der ist sogar noch einen Ticken schwerer. Also das sieht ja schon mal auf den ersten Blick sehr, sehr gut und sehr, sehr wertig aus. Alles andere, alles ähnlich. Schauen wir auf die Rückseite, sehen wir tatsächlich Unterschiede. Da hat man dem neuen Riven etwas weggenommen. Ihm fehlt diese Mehrkanal-Audio-Sektion für Analog-Audio-Ausgabe direkt an Verstärker oder so. Meiner Ansicht nach völlig zu Recht, weil ganz ehrlich, das brauchen nur ganz, ganz, ganz wenige Leute. Ich hatte tatsächlich den Fall, wo Leute Aktivlautsprecher hatten und die direkt angeschlossen haben. Das hatte ich, glaube ich, einmal, diesen Fall. Ist nicht weiter wichtig. Heutzutage hat man AV-Receiver, braucht man das tatsächlich nicht. Hat er nicht, muss man wissen. Eine zweite Sache hat er nicht. Die finde ich ein bisschen traurig tatsächlich. Er hat keinen HDMI-Eingang. Den haben tatsächlich einige Leute benutzt und haben ein anderes Quellsignal über den Oppo mit eingespeist in ihr System. Okay, kann man sich streiten, braucht man meistens nicht. Gab aber die Fälle, wo man das tatsächlich gebraucht hat, hat er nicht. Was er hat natürlich zwei HDMI-Ausgänge. Er hat den, der Audio- und Video-Kann und er hat noch einen zweiten für nur Audio. Das ist okay, das hatte der Oppo auch so. Der Oppo hatte hier noch eine Steuerbuchse zum Steuern des Gerätes. Ja, braucht man heute nicht mehr. Das ist alles, sowas geht über IP, was nicht über Infrarot geht. Alles okay. Also da würde ich mal sagen, gar nichts Negatives. Positiv ist uns aufgefallen. Wir haben sie mal im Vergleich an unser Netzwerk angeschlossen und vom Netzwerk aus direkt Filmmaterial gestreamt. Und da ist uns positiv aufgefallen, dass der Riven etwas schneller war. Also die Ladezeiten der Bilddatei oder der Videodateien waren schneller. Das liegt wahrscheinlich in der höheren Rechenleistung, die er hat. Ja, ist ja auch ein bisschen neuer, also verständlich, super positiv. Es gab eine kleine negative Sache. Wir haben festgestellt, er beherrscht noch nicht alle Tonformate. Bildformate konnte er alles. Also da haben wir jetzt keinen Unterschied groß feststellen können. Bei den Tonformaten haben wir festgestellt, er hatte bei DTS-Tonformaten vom Server Probleme. Ich denke, das ist eine Software-Geschichte, die wahrscheinlich mit dem nächsten Update behoben ist. Also im Moment auch nichts Negatives. Nächste Ähnlichkeit sind natürlich die Fernbedienungen. Im ersten Blick sehr, sehr ähnlich. Auch die Anordnung, alles völlig okay. Aber jetzt kommt ein kleiner Minuspunkt. Beim Oppo war das sehr schön gemacht, wenn man die hochhebt, dann hat die so einen Bewegungssensor und fängt sofort an zu leuchten. Wenn auch nicht sehr hell. Ist aber in so einem dunklen Kinoraum ganz gut, wenn man die jetzt noch nicht auswendig kennt, seine Tasten, dass die einfach leuchten, wenn man sie hochhebt. Bei ihm muss man erst irgendeinen Knopf drücken, dass sie leuchten. Dafür leuchtet es aber schön hell. Also ja, ist sicherlich jetzt nicht extrem wichtig, ist aber beim Oppo so ein klein bisschen schöner gelöst gewesen. Ja. Dann machen wir ihn an und gucken mal ins Menü rein. Und da sehen wir natürlich wieder sofort die, ja, Verwandtschaft ist ja vielleicht das falsche Wort, aber zumindest die Ähnlichkeit der Geräte. Die Menüstruktur sieht sehr, sehr ähnlich aufgebaut aus. Beides sehr übersichtlich, sehr schön. Man kann viele, viele, viele Sachen einstellen, so wie sich was für einen guten Blu-ray Player gehört. Und das kann man teilweise wirklich auch während des Filmbetriebs. Während die Blu-ray läuft, kommt man an bestimmte Menüpunkte ran. Das war auch so ein Riesenvorteil vom Oppo, ja. Okay, also bis dahin alles gut. Dann haben wir es getestet mit Bildmaterial, so gut das halt geht, 1:1. Und wir konnten tatsächlich keinen signifikanten Unterschied feststellen. Also die liegen bildtechnisch meiner Ansicht nach auf jeden Fall auf gleichem Niveau. Wer da nur besser ist,
ich würde mich da nicht festlegen wollen. Beides super. Ja, also gar keine Frage. Aber wir müssen ja auch über negative Sachen sprechen. Und eine kleine negative Sache ist mir tatsächlich aufgefallen. Machen wir hier eine HD-Blu-ray rein und hier eine HD-Blu-ray rein, ist das Geräusch der beiden Geräte sehr, sehr ähnlich. Die gehören beide zu den allerleisesten Blu-ray-Playern, die man kennt. Also gar kein Vergleich mit einer Xbox oder sowas. Die sind alle lauter. Das ist schon sehr, sehr leise. Jetzt habe ich hier aber mal eine UHD-Blu-ray reingesteckt und da musste ich leider feststellen, dass sie ein Ticken lauter ist. Es ist sicherlich nicht dramatisch und man liegt ja auch nicht mit dem Kopf an dem Blu-ray-Player dran. Aber wir wollten ja mal schauen, wie die beiden sich ähneln und was die Vor- und Nachteile sind. Und ich würde sagen, so einen kleinen Ticken ist er lauter, gerade beim Einlesen, beim Starten der UHD-Blu-ray. Brummt er so ganz leicht. Wie gesagt, es ist nicht wirklich negativ und das wäre für mich jetzt kein Grund, das Gerät nicht zu kaufen. Aber wir haben ja was gesucht. Ne? Wer sucht, der findet auch. Aber ihr könnt es direkt wieder vergessen. Es ist wirklich nicht schlimm. Und im Vergleich zu anderen Blu-ray-Playern, die so auf dem Markt sind, ist es ein Witz. Da gehört ihr auch zu den leisesten. Okay, das war es im Prinzip schon. Also, wir können uns alle freuen. Alle, die die Oppos vermisst haben und keinen mehr abbekommen haben, die haben jetzt die Hoffnung, dass bald der, ja, ich sage mal, ich nenne ihn mal Nachfolger. Ich nenne ihn einfach Nachfolger. Es wird der Nachfolger des Oppos werden, der ja nicht mehr hergestellt wird. Und ihr könnt den, so wie ich es im Moment einschätze, beruhigt kaufen. Und ihr habt einen sehr, sehr hochwertigen, wenn auch nicht preiswerten Blu-ray-Player, der aber auch richtig was kann. Und irgendwie brauchten wir immer einen guten Blu-ray-Player fürs Heimkino. Was der Oppo war, wird hoffentlich in Zukunft der Riven sein. Wer den mal sehen will, wir haben ihn bei uns demnächst in der Ausstellung zu stehen. Er ist vorbestellbar natürlich. Die Lieferschwierigkeiten, wie in allen Sachen im Moment, er ist noch nicht in ausreichender Menge lieferbar, aber ich hoffe, das wird sich in nächster Zeit ändern. Also der, wer ihn zuerst bestellt, der bekommt ihn auch zuerst. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir alle, die sich sowas für Weihnachten wünschen, bis dahin auch versorgt. Ich drücke jedenfalls dafür die Daumen. Okay, interessieren euch mehr Videos wie diese, wie zum Beispiel neue AV-Receiver, da gibt es ja auch was Neues. Schaut mal hier in die Endcard. Hier seht ihr unsere letzten Videos und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche mit neuen Themen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.